Vorsicht. Total eklig. Das ist mehr als ein Reaktor. Was ist los? Was ist los, Cloud? Beeil dich. Ja, sorry. Was war denn das? In seinem Kopf war das was. Das ist alles nur in meinem Kopf. Ja, hör auf. Aufgepasst, da kommt was. Ja, war so klar. Ja, das ist der erste kleine Bossfight. Und ich bin nicht voll geheilt. Bin sogar ziemlich mickrig gehalten. Dann heile ich jetzt mal direkt am Anfang. Objekt? Trank? Ich glaub. Ja. Okay. Yeah. Man sieht aber die HP-Punkte leider von den Bossen nicht, oder? Non. Angriff! Nee, aber konnte man die nicht irgendwie sichtbar machen? Du konntest mit irgendeinem Angriff so einem speziellen Zauber... Ah, was ist denn Objekt 3? Oh, Limit. Irgendwie konntest du das sichtbar machen. Wie viel AP hier? Feuerball, Feuerball, go, Barret. Queen! Ziemlich heftig, ne? Und der Blitz hinterher. Der ist auch fast genauso stark gewesen. Blitz ist halt bei Maschinen, glaube ich, am besten gewesen. Ja, ich versuche vielleicht nochmal Eis, wenn ich nochmal rankomme. Mhm. Oh, der Schwanz von diesem Monster-Skorpion-Maschinen-Ding, der wackelt so eklig. Nee, das ist Tatsache so, dass Blitz sinnvoller ist. Da werden wahrscheinlich auch die meisten Zuschauer jetzt denken so, Also man könnte schon viel mehr zu der Story erzählen, aber es ist halt viel geiler, wenn man so Stück für Stück immer mehr zur Erfahrung kriegt. Er wird jetzt mit dem Schwanzlaser gegenfeuern. Wow. Ja, nach der ersten Hauptmission lernt man auch noch mal ein paar mehr Leute kennen und ein bisschen mehr von der Story. Ja, aber gut, ich finde das ganz interessant. Schon wieder? Boah, wie oft will er das denn noch machen? Da krepiert mir doch hier gleich. Limit. Barret! Ja, mach erstmal Feuerball und heil mit ihm. Nee, mit dem würde ich heilen. Ja. Ja. Wenn er es noch überlebt. Ja, tut er. Ganz knapp. Also, du musst halt schon... Ja... Hätte man gewusst, dass da der Boss kommt, hätte man sich vorher nochmal heilen können und dafür jetzt nicht die Zeit nutzen müssen. Aber jetzt würde ich mich erstmal durchgehend ein bisschen mehr heilen, solange kein Limit da ist. Okay, du bist der Boss. Nein. Wenn der Schwanz von dem Skorpion nach oben steht, dann ist er ganz besonders gefährlich. Okay. Ah. Gut. Das wird erstmal, das geht hoch, dann geht er auch nochmal hoch. Ja, das reicht ja schon. Okay, und dann können wir jetzt wieder angreifen, ja, sagst du. Obwohl das auch Schwachsinn ist, weil er mit seinem Angriff halt eigentlich fast nichts erreicht. Das Cloud ein bisschen sinnvoller mit allem. Mhm. Also das Einzige, was was bringt bei Barret, ist das Limit, finde ich. Ansonsten ja, kann er ruhig weiter heilen. Ja, dann. Ja, weil 32 ist halt nix, weißt du? Das stimmt leider. Ich meine, zwar brauche ich zwar Tränke, aber ich denke mal, da kann ich mir neue kaufen, oder? Das auch total, ja. Man verbraucht hier einfach wirklich, wirklich viele Items. Nicht so wie andere Spielen, wo du einfach nur 1000 Sachen sammelst und die gar nicht benutzen musst. Okay. Bäm, bäm. Ja. Sieht, wenn man ins Nichts drückt. Okay, Ether war das ja für Dings? Mana? Ja. Okay, so. Oh, Barret hat jetzt auch sein Limit wieder erreicht. Yeah. Gut. Mich würde echt mal interessieren, wie lange der durchhält, der Boss. Das ist schon echt hart. Findest du? Das ist eine ganze Menge auf jeden Fall, was er da so einsteckt, wenn man jetzt sich die normalen mal anguckt.
Ja, die Bosskämpfe, das ist jetzt ja der erste. Okay, das war ein schnelles Ende. Warum ist er jetzt tot? Weiß ich nicht. Das passiert manchmal so. Die Bosskämpfe können hier wirklich viel, viel heftiger werden. Noch dann hätte ich ihm doch gar keinen Äther mehr gegeben. Ja. Verdammt! Blöd gelaufen, jetzt hast du einen Äther verschwendet. Und jetzt kriege ich nur ein Sturmgewehr. Die sind schon teuer. Oh, Sturmgewehr kannst du Barrett gleich geben. Ah, okay. Komm, nichts wie weg hier. Ja, sitzt die Bombe denn jetzt schon, oder was? 10 Minuten bis sechs. Die Timer. Ich erinnere mich düster. Richtig. Und natürlich direkt in den Kampf rein. Die Zeit läuft natürlich die ganze Zeit weiter, auch beim Vorspann und beim Video. Na klar, muss ja sein. Aber du hast die Kiste vorhin schon geholt, also ganz ehrlich, was soll passieren? Angriff. Aber ich habe ihm leider das Gewehr nicht ausgerüstet, das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Ja, das hättest du noch machen können. Wow, das war gut. Das war nicht so gut. Also damals war das der Hammer, ne? Mit der Kamera, mit den Kameraschwenkungen und den Kampfsystemen und die Grafik war damals einfach sowas von der Burner. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich finde halt auch, das Kampfsystem ist wirklich interessant. Also, wie gesagt, ich denke ein bisschen an Pokémon immer, wenn ich das so... Also du kennst ja generell kein Final Fantasy. Alle Final Fantasy-Leute werden das sowieso kennen. Ja, auf jeden Fall. Doch, ich kenne Final Fantasy 8 halt. Aber hier würde ich gerne mal reingehen, weil... Ach, hier geht's gar nicht rein, deshalb... Ja. Kann ich hier nach unten klettern? Nee. Ja, dann nach oben und raus hier, würde ich sagen, oder? Richtig, ja. Kletter noch langsamer. Ich kann nicht schneller klettern. Das stimmt leider. So, komm, spring an die Leiter und hoch, 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 hoch. Sie schüttelt da unten den Kopf. Und weiter. Kann ich ihr hier auch Bescheid sagen? Ja, klar. Hallo, kommst du mit? Alles okay? Mein Bein steckt fest. Danke. Was wäre, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte? Wäre sie denn gestorben? Hm. Echt? Krass, die Scheiße. Komm, geh hoch da! Ja, wie gesagt, es gibt 2 Charaktere, die muss man im Spiel nicht kennenlernen. Die kriegst du nur, wenn du die wirklich suchst. Und dann können die mit dir im Team mitkämpfen. Okay. Aber das ist halt schon sehr wichtig. Seite! Ja. Meine Güte. Da, 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 da. Oh, auf der Treppe kämpfen wir jetzt yeah. Geht's los. Ach, hier wieder so eine Kackertracken. Oh oh, Angriff von hinten. Ah. Du bleibst einfach stehen. Ich meine, du bist gerade mit voller Geschwindigkeit gerannt, aber hey, Angriff von hinten erstmal so ganz langsam. Was haben die für eine geringe Initiative, dass die nicht angreifen? Langsame Dinger. Lass kommen. Mach ihn tot! So, 1A. Oh, wir haben nur noch 7 Minuten. Meine Güte, wir haben noch so viel zu laufen. Keine Objekte, aber wenigstens ein bisschen Gil. So, komm schon. Und hier lang. Und runter. Hier gibt es bestimmt auch noch versteckt irgendwo was. Weil man kann ja zum Beispiel auch hier hoch. Ja, guck mal rechts und links, ob da noch was ist. Könnte sein, dass hinten in den Ecken musst du mal X drücken. Das ist vor allem erstmal ein Kampf, ja. Ich freue mich so sehr auf die ganzen Bosskämpfe, weil die noch so interessant sind. Auf die ganzen Städte, weil die immer so einen verschiedenen Charakter haben. Richtig geil. Auf die Schokobos freue ich mich aber, glaube ich, am meisten. Ja, das sind die Elektro-Schokobos mit einem Bein, oder? Nein. Griet! Aber die sind vor allem voll niedlich mit ihren 8 Angriffspunkten. Kannst du dir den Namen anzeigen lassen mit irgendwie Y oder so? Oh. Nö, kann ich nicht. Naja, ich freue mich auch ganz extrem auf verschiedene GFs und das wird doch mega lustig mit der ganzen Materie. Ja, ich denke mal, das Spiel wird auch sehr lange dauern. Was war, 70 Stunden waren angesetzt irgendwie? Ja, genau. Ich denke, das wird schon so ein bisschen Zeit kosten.
So, also das wird ein sehr, sehr langes Let's Play. Mal gucken, wie oft wir das rausbringen überhaupt. Wir sind jetzt so ungefähr zweite Folge, denke ich mal. Vielleicht auch dritte. Kommt halt drauf an. Also wir sind ja inzwischen schon bei einer halben Stunde Aufnahmezeit. Ja. Und wir können uns eigentlich voll viel Zeit lassen. So. Hey. Ja, ja. Code entziffert. Da wird auch noch nichts rausgeschnitten, weil jetzt am Anfang ist das halt wirklich alles noch die einleitende Story. Code entziffert. Oh, das war nix. Das war genau falsch rum. Code entziffert. Code entziffert. Ultima Weapon. Was? Ach, du suchst dich schon wieder nach Bonusgegnern, ja? Nee, nee, nee. Eigentlich wollte ich auf verschiedene GFs kommen. Ah, okay. Aber dann bin ich auf einmal zu den Bossgegnern gekommen. Das sind auch Bossgegner, die man nicht unbedingt treffen muss, aber wäre natürlich interessanter, wenn man auch alles aus dem Spiel mitnimmt. Nur wenn wir da wirklich lange suchen auch oder für trainieren, werden wir das Ganze halt wirklich ein bisschen kürzen. Und nur das Interessante wirklich online stellen. So, da geht er down. Wir haben immer noch 4 Minuten und ich habe noch die Hälfte der Strecke vor mir bei 10 Minuten. Oh oh. Ja, ganz schön knapp, ne? Ach. Ich sehe es entspannt. Oder meinst du, ich explodiere jetzt gleich? Aha. Nein. Leider nicht. Ach, jetzt auf einmal sind die 4 Minuten spontan um, ja? Wow. Special Effect. Ach, die haben ja gar nicht viele von den Generatoren, oder? Richtig. Das dürfte dem Planeten eine Atempause verschaffen. Ich hab Barrett gelesen, tut mir leid. Ja. Wer ist denn Wedge? Das ist der, der bis jetzt noch gar nicht geredet hat. Barretts Aussage zu ist. Okay, alle zurück. Yay! Wow. Könnte ein bisschen warm gewesen sein. Ja, der Bitch. Okay, lass uns verschwinden. Rendezvous an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Hey! Du willst dein Geld? Warte, bis wir wieder im Versteck sind. Okay. Ja. Ich finde dieses äußerst ermutigende Geräusch auch sehr, sehr gut, ja. Kann man hier nicht rüber? Nee. Kann man hier lang? Hier lang? Hier lang? Nee. Wieder rein? Nee, das geht auch nicht, nee. Okay, na, dann habe ich ja nur einen Weg. So, und hier, und hier. Du verfolgst Barrett. Oh. Loveless. Oh. Das Blumenmädchen. Entschuldigung. Was ist passiert? Was möchten wir antworten? Du verschwendest dir lieber oder nichts, hör zu. Hör zu, klingt das gut, ist oder? Deine Antwort. Ja, aber das klingt doch gut, oder ja nicht? Hier sieht man nicht viele Blumen. Ja, das. Ach, die! Gefallen sie dir? Sie kosten nur einen Gil oder Chill. Auf jeden Fall, ich möchte Blumen. Kauf eine. Okay, danke. Hier. Ich hab ne Blume gekauft. Das war die vom Anfang? Hm. Okay. Das Blumenmädchen. Ja, dann, wo auch immer es keine Sorge, netten Leuten begegnet man immer zweimal im Leben. So, wir haben uns erst einmal getroffen. Und seitdem nie wieder weggegangen. Gar nicht wahr. Wow. Ah, ein Trank. Ein Trank. Hoffentlich ist es ein Äther. Oh, ist ein Trank. Ja, mit den Leuten kannst du auch reden. Würde ich gerade sagen.
Hallo Leute. Ich frag mich, was da drüben an der Wand ist. Mal sehen. Lasst euch von Shinra nicht zum Narren halten. Die Mako-Energie hält nicht ewig vor. Mako ist die Lebensquelle des Planeten. Das Ende ist in Sicht. Die Beschützer des Planeten Avalons. Tja, die Beschützer des Planeten? Oder die Zerstörer? Hm. Was zum Geier geht hier vor? Okay. Ja, das fragen sich ja wohl mehrere. Nee, hier geht's nicht lang? Okay. Ich hätte gern noch eine Truhe oder so. Irgendein Special-Ding. Hey, du da! Shinra-Soldaten. Ah, bekämpfen wir sie. War jetzt ich spät. Hätte später geklickt. Aber es kam jetzt noch länger kein Ich konnte nichts klicken. Es war automatisch. So langsam ausgedrückt, ja. Ja. Ja, das. Man muss sich halt doch ein bisschen beeilen. In manchen Situationen. Oh, Maschinengewehr ist ja süß. Ich komme dir mit meinem Schwert. Oh. Keine Objekte. Nee. Null. Was zum? Okay, komm, wir kämpfen. Werden immer mehr. Sehr gut. Training! Gibt Erfahrungspunkte. Richtig. Ja, das brauchst du auch. Schade, dass ich keinen Multidings-Angriff habe. Kommt noch. Du kannst später auch mehr angreifen als nur einen. Komm, 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 komm. Was ich auch immer ganz cool fand, die verschiedenen Stufen bei den ganzen Zaubern waren immer Eis, Eiska, Eisra, oh schau, jetzt hab ich das vertauscht. Oder Feuer, Feura und Feuga. Ah, ja, irgendwie, das ist auch Pokémon. Irgendwie so. Pokémon kam aber erst nach Final Fantasy VII. Ja, ist ja auch okay, kann ja durchaus sein. Obwohl, der erste Teil, da bin ich mir gar nicht so sicher. Wow. Trittst du auf meinen Kopfhörer? Ja. Ich hätte gern alles, bitte. Wir haben ein paar Trinken. Du kannst auch klauen später. Aber ich glaube, dafür brauchst du erst die Materie. Oh, komm schon. Ah, okay. Weiter kommst du nicht. Ich habe keine Zeit, mit euch zu balgen. Genug gefaselt, schnappt ihn. Episch. Wow. Ich bin auf den Zug gehüpft. Oh, der fällt ganz schön nach unten. Das ist so ein bisschen achterbahnmäßig. Ach, der hat Muckis. Der hält sich feste.